Es gab da ja auf jeden Fall so eine nette Geschosshaltskette für Dünner hier. Eigentlich am besten, die wir auf dem Naschkeller Jahrmarkt hätten besorgen können, kaufen können. Ich glaube, sobald wir mal wieder nach Naschke kommen sollten, was wir ja tun werden, wenn wir Brake gefunden haben. So. Khalid ist noch etwas angeschlagen, ja, nichts weiter, aber das macht Aufgabe? Nichts. Das heilen wir einmal. Was wollt ihr? Gut. So, und jetzt wollte ich noch Sachen verkaufen. Bei mir ist das Bier billig. Genau. Das Schnelligkeitsöl ist 75 wert, auch wenn es ein schlechter Trank ist. Also wahrscheinlich ist er einfach nur schon ranzig geworden. Bolzen hast du kein Interesse. Dieser Gag ist 100 Goldmünzen wert. Ach du meine Güte. Dann ist ja schön, dass wir ihn gefunden haben. So, und das können wir noch verkaufen. Und den Rest würde ich gerne behalten. So. Freundschaft könnten wir theoretisch verkaufen. Brauchen wir nicht so wirklich. Ja, das erhöht eigentlich nur das Charisma. Um 6. Also weg damit. Da ist Schutz vor dem Bösen irgendwie wichtiger. So, ja, wir gehen. Nichts leichter als das. Wieder. Gut. Und es ist Nacht. Ja. Es ist Nacht. Wir verlassen diesen Ort. Gehen Süden und gehen jetzt hier an die Küste. Weil wir sind angekommen, ohne überfallen zu werden. Beinahe unter meiner Würde. So, schauen wir uns mal um. Erstmal in die Richtung Magie hier. Magie verlangt einen wachen Geist. Hm. Ich brauche Schlaf. Gut, das hat sich dann erledigt. Ich muss eine Pause einlegen. Ich habe schon lauter wunde Stellen. So, jetzt dürftet ihr nicht mehr meckern. Wir sind hier über einen Tag gereist. War schon etwas heftig. So, gucken wir mal. Wir haben Brage übrigens immer noch nicht gefunden und langsam gehen uns die Gebiete aus, wo er sein könnte. Dafür sind wir auf Basilus gestoßen, den man in Berikos gesucht hat, aber Brage, den man in Naschke sucht. Viele Gebiete bleiben ja nicht. Ich bezweifle, dass er sich zu Dulaks Turm begeben hat. Ich denke, wenn, dann ist er vielleicht eher hier irgendwo. Hoffentlich. Es hieß ja, er ist in die Berge im Osten geflohen, oder? Elf namens Xan, Prisms Geschichte, ein Gerücht von Bovolo. Seltsam hat er früher so lange. Ich würde Bestimmtheit sagen, ich habe Minsk. Ich habe einen Mann namens Edwin. Ich habe Minsk. Nalim, Winterwolfspelz. Minen von Naschke. Nö. Ich wage mich aber erinnern zu können, dass irgendwer gesagt hat, dass Brage gen Osten geflohen ist. Gen Westen geflohen ist. Und die meisten Gebiete im Westen haben wir uns ja jetzt schon angeschaut. Außer jetzt eben die Küstenregion. Tasloi! Euer Leben liegt in meiner Hand. Ja, mit Tasloi haben wir auch noch, werden wir auch noch zu tun haben.
Weil ein Zwerg im Berikos hat ja seinen Mantel an Tastui verloren. Mich können, ich verschwinde jetzt. Tastui sind übrigens die grüne Variante von Xwarten. Du bist ja ein komischer Kauz. Nichts leichter als nur, dass sie mit Speeren bewaffnet sind statt mit Schwertern. So. Tastui tot. Sie haben ein bisschen Geld dabei, geben ein bisschen Erfahrung. So. Ja. Hier ist es etwas gebirgig. Müssen wir uns da etwas durchquälen. Wahrscheinlich kommen wir hier gar nicht mehr. Gar nicht mehr weiter. Doch kommen wir. Okay, wir sind schon am Nordeck. Nordende. Flints. Flints und Gnolle. Ja, Flints sind eine bösere Art von Gnollen, kann man sagen. Oh, sogar ein Gnollhäuptling und doch ein Flint. Naja, Flints sind mit Flints mit Schwertern bewaffnet im Gegensatz zu Gnollen. Hört das irgendwann auch noch mal auf? Gut. Meine Klinge wird euch zurechtschießen. Ich weiß, wir sind hier etwas nah an der Gnollfestung so gesehen, aber dass wir hier gleich wieder noch einen Gnollstamm treffen, ist doch etwas lächerlich. Ja, beinahe unter das Wort gut. Aber trotzdem. Gegner zum Ausräumen. Wenn niemand besser geeignet ist. Am besten mit Khalid, der hat ja jetzt wieder Platz. Genau, seht ihr? Zweihandschwerter. Ihr nehmt Minsk mal mit, weil Zweihandschwerter sind doch einiges wert, haben wir ja gerade gemerkt. Aber halt nur die Zweihandschwerter der Flints nehmen wir jetzt mit. Edelsteine zu dir gleich mal. Ihr braucht meine Hilfe? Ich tue mein Bestes. Und du noch. Oh, du hast ganz schön viel dabei. Ein Regenbogen, Obsidian, Gedöns. Was? Du warst ja auch der Häuptling, ja? So, ich weiß nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt mal nach Süden. Okay, hier gibt es nicht viel. Ich glaube, wir erkunden erstmal das gebirgige Gebiet hier. Bevor wir an die Küste gehen. Ja, einfach hier nach Süden. Hier gibt es einen Schleichpfad, den wollen wir allerdings nicht gehen. Können wir hier überhaupt runter? Ja, können wir. Ja, und hier ist schon wieder Endstation. Dann gehen wir hier rum, gehen hier durch den Wald und gehen da dann weiter. Ich will nämlich gerne das hier erkunden. Und hier müssen wir definitiv aufpassen in diesem Gebiet. Hier könnte es sein, dass wir öfter mal neu laden müssen. Wegen gewissen Sirenen. Ich grüße euch, meine Spielzeuge. Ihr habt mich gefunden. Du wirst meinen Absatz zu spüren bekommen, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Oh. Das sieht übel aus. Bitte geht nicht weiter, ich flehe euch an. Dort ist Brage, der gerade ein schreckliches Blutbad angerichtet hat. Ich habe versucht, ihn zur Vernunft zu bringen, aber es scheint, als hätte eine fremde Seele von ihm Besitz ergriffen. Ich konnte nur noch vor seiner gewaltigen Klinge fliehen. Ich bitte euch, wenn ihr nicht den Wahnsinn eines ehemals guten Mannes erleben wollt, so lasst ihn in Ruhe und betet dafür, dass der Geist ihn rechtzeitig verlässt. Also nein, hier steht, wenn dieser Mann
einem bösen Geist besessen ist, dann müssen wir leider den Mann töten, um ihn von dem Biest zu befreien. Lasst uns vorbei und bemitleidet ihn nicht, denn fragte man ihn, so würde er es selbst wünschen. Das können wir sich so genau beurteilen. Wir fragen lieber mal, auch wenn wir es eigentlich wissen, wer ist dieser Bank, von dem ihr sprecht. Bevor er von diesem Fluch befallen wurde, war er der Kommandant der Garde in Naschkin. Ich bin seine Cousine Larissa. Um all der Liebens- und Blutsbanden willen, befreit ihn von seiner Qual, wenn ihr könnt. Ja, Brage redet uns auch gleich an. Ich hoffe sehr, ihr habt eine Spur aus Brotkrumen ausgestreut, mit deren Hilfe wir den Rückweg finden. Die anderen haben dies nicht getan und daher beschlossen zu bleiben. Wollen wir gemeinsam versuchen, den Weg nach Hause ausfindig zu machen? Ich gebe auf ein Rätsel auf. Einstmals kannte ich die Lösung, doch jetzt kann ich mich nicht mehr entsinnen. Ruft sie mir wieder ins Gedächtnis und wir kehren alle ans Tageslicht zurück. Gelingt es euch nicht, müsst ihr mit mir im Dunkeln bleiben und vergessen, woher wir kamen. Klingt übel. Er hat weder Mund noch Zähne, doch nimmt er beständig seine Nahrung zu sich. Er hat keinen Ort, keine Heimat, weder Hände noch Füße, dennoch wandert er überall hin. Er hat weder Land noch Mittel, kein Amt, kein Federkiel. Doch ist er immer zum Kampfe bereit. Bei Tag und bei Nacht hört man ein Klagen. Er hat keinen Atem, doch allen erscheint er. Also, Krieg ist es nicht. Weil Krieg erscheint nicht allen. Es gibt wirklich Leute, die Glück haben und niemals Krieg erleben müssen. Wind könnte es sein. Weil man hört ihn bei Tag und bei Nacht. Aber der Wind ist nicht immer zum Kampf bereit. Das Insekt kann es auch nicht sein. Nicht, weil die vornehmen Adligen, die treffen nicht immer Insekten. Genauso wenig wie den Zirkus oder den Mond. Ich würde sagen, es ist ganz einfach der Tod. Genau. Der Tod. Das Ende der... Weil der Tod erscheint wirklich jedem irgendwann mal. Früher oder später. Und der Tod ist auch immer bereit, jemanden zu holen, wenn es sein muss. Und auch der Tod wandert überall hin und er nimmt das Leben. Das ist seine Nahrung. Das Ende der Nacht. Das Licht in meine Augen scheint und ich wieder klar sehen kann. Was habe ich angerichtet? O Schrecken, o Schrecknis. Der Richtblock, der in Naschkel meiner harrt, er sei mir willkommen. Wie könnte ich weiterleben wollen nach allem, was ich getan habe? Bitte, ihr müsst mich in die Stadt geleiten, auf dass ich für meine Verbrechen büße. Ich fürchte, ich werde nicht lange bei Verstand bleiben und das, was geschehen ist, darf sich nicht wiederholen. Zu viele Unschuldige haben meinetwegen ihr Leben lassen müssen. Also, auf eurem Kopf mag zwar ein Kopfgeld ausgesetzt sein, Brage, ob ich euch tot oder lebendig ausliefere, ist dabei nicht von Belang. Ich werde es jedoch nicht riskieren, dass ihr wieder den Verstand verliert. Wenn ihr sowieso getötet werdet, kann das auch hier und jetzt geschehen. Nein. So eine Gruppe sind wir nicht. Wir bringen euch so sicher wie möglich zurück. Obgleich es den Toten auch nichts nutzen wird, wenn ihr getötet werdet. Wir werden euch zum Tempel des Helm bringen. Und hoffen, dass ihr geheilt werdet. Ich befürchte, ich kann nichts mehr für die tun, denen ich Unrecht zugefügt habe. Ob ich nun lebe oder sterbe, es haust mir in der Seele wie ein übler Geist. So wenig bin ich wohl am Ende dem Überdruss am Kampf erlegen. Neben meine Waffe, auf dass ich keinen mehr Schaden zufüge. Macht Selbstgebrauch davon, besser noch, zerstört sie. Von unschuldigem Blut über und über befleckt. Das Schwert habe ich gerade erst erstanden. Verschwendung das alles. Bringt mich nach Naschkel, ich ertrage es nicht mehr. Genau. Wie grüße euch, diese meine Gruppe Spielzeuge. Gefällt mir nicht. Mich gefunden, ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Ja, jetzt haben sie durcheinander geredet. Ja, Hira ist wieder stinkig, dass die Gruppe so gut ist. Er ist noch ein bisschen durcheinander. Ah, wir sind im Tempel angekommen. Nein, ich kann mich hier nicht zeigen, nach allem, was ich getan habe. Übergib mich der Garde, auf dass ich mir die verdiente Strafe zuteil werden lasse. Entwürdigt mich nicht noch weiter im Angesicht von Helm.
Beruhige dich, Brage. Helm sieht alles und er weiß vieles, was ihr nicht wisst. Ihr habt in der Tat so manche schlimme Untat begangen, doch war es nur zum Teil euer eigener Wille. Auf die Vorsätze kommt es an, und die euren unterstanden ohne eigenes Wissen einem fremden Einfluss. Gerechtigkeit wird geübt werden, aber durch Buße, nicht durch Strafe. Genau, wenn ein Mann, ja, die Umstände sind sowieso ein bisschen makaber, weil er ja unter dem Einfluss des Schwertes stand, was er uns jetzt gegeben hat. Also ist er nicht hundertprozentig schuldig. Ist halt so eine Sache mit der Willenskraft. Wenn Minsk nämlich in den Berserker-Modus geht, dann würde er uns auch alle zerfetzen.